Einer für alle und alle für einen. An diesem Wochenende steht der Teamgedanke an oberster Stelle. Denn bereits zum fünften Mal werden im Stadion an der Finsterwalder Straße in Reinickendorf die Nord Meets Masters ausgetragen. Diesmal hat es besonders viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Norden der Hauptstadt gelockt. Wir haben angefangen mit 5 Teams, glaube ich, beim ersten Mal. Und wir haben diesmal 9 Teams hier am Start. Und wir haben die gleichen Disziplinen, die wir als Teamwettkampf ausgeschrieben haben, auch einzeln ausgeschrieben. Seniorinnen und Senioren ab 35 Jahren können in Teams von 5 bis 8 Personen antreten. In 6 unterschiedlichen Disziplinen und einer Staffel gilt es dann, möglichst viele Punkte zu sammeln. Pro Team dürfen in jeder Disziplin je 3 Mitglieder an den Start gehen und die besten 2 Ergebnisse gehen in die Endwertung ein. Damit der Wettkampf fair und vergleichbar bleibt, werden die Ergebnisse mit den jeweiligen Altersfaktoren multipliziert. Tolle Leistung, also wir haben uns alle über unsere Leistung auch gefreut. Jeder hat so Saisonbestleistung, glaube ich, in irgendeiner Disziplin abgefasst. Also wir sind eigentlich alle richtig glücklich. Jubeln durften zum Schluss die Saxony Lions, die für den Wettkampf extra aus Dresden, Neukieritzsch und Pulsnitz in Sachsen angereist waren. Die Vorjahressieger, die LG Nord Gruftis, belegten den 2. Rang vor dem Team des VfV Spandau. Neben dem Teamwettbewerb konnten auch jüngere Teams sowie reine Frauen- und Männerteams starten. Ab Jahrgang U16 fanden zudem Einlagewettbewerbe statt. Beide liefen allerdings außer Konkurrenz. Toll, dass es so ein Mix war zwischen alt und jung. Also man hat irgendwie die Jungen bewundert und die Alten natürlich auch, die ja auch noch super Leistung gebracht haben. Ich fand diese Kombination toll. Das nächste Event des SC Tegeler Forst lässt auch nicht lange auf sich warten. Am 29. August findet der Halbmarathon statt, für den ihr euch auch gerne immer noch anmelden könnt. Falls euch das auch noch nicht genug ist, die Anmeldung für den Berliner Firmenlauf ist ebenfalls noch offen. Dieser findet am 14. und 15. September statt. Und auch wenn am Ende nur eine Mannschaft jubeln konnte, geht für alle Beteiligten ein erfolgreicher Tag zu Ende. Getreu dem Motto, einer für alle und alle für einen.